Heute geht's zum Outlet bei uns. Zusammen und Ohrenstall. Designer-Klamotten einkaufen. Verbilligte Babyklamotten. Verbilligte Babyklamotten. Fürs Eisbärwürmchen. Vielleicht auch so schöne Handschuhe noch einmal. Ah ja, mit dem Einhorn. Schöne Einhorn. Erklär mal, was das Einhorn macht. Das ist das Einhorn. Und wenn man das ärgert, läuft es ganz schnell weg. Und dreht einem den Rücken zu. Oh, genau. Oh. Schauen wir mal, was wir so finden. Da was uns gerade noch geschossen ist, wir schieben das Radl, weil wir das noch zum Radlbauer zum Service bringen müssen. Der erste Gratis-Service. Und wir müssen noch zu Poco was zurückgeben. Wir haben nämlich die falschen Lampen eingekauft. Hey. Damit mir auch mal ein Licht aufgeht. Zumindest was? Teilweise. Rudolf. Na, das Licht angehen. Ja, das macht doch Rudolf für dich. Wir das zeigen euch später Rudolf. Mein Rudolf? Okay. Aber ich will das nie auch mal Licht aufgeben. Nein. Nicht nur Rudolf. Nicht nur Rudolf. Wäre ja toll. Das wäre gut. Ich würde mich freuen. Wir haben schon das erste Schnäppchen entdeckt. Originales Swarovski-Steinchen. Was kostet's? Schätzt mal in den Kommentaren. Jetzt schnell schreiben. Auflösung. Im Outlet. Aber spüren nicht nur 200. Mega scheiß Swarovski-Steine. Findest du noch ein Schnäppchen? Bestimmt. Ja, diese wunderschöne Jacke. Diese wunderschöne Jacke. Nur noch 200 Euro statt ja, 800 auch Euro Sport von Sportmaterial. Statt 800 Euro nur noch 100 Kids Euro. Kids Fühl teuer. 100% echtes Plastik. Kleines Swarovski. Plastik. Mit wunderschönem Look. Plastik. Plastik ist mittlerweile sehr teuer. Ja, was kostet? 99 Euro. Oh, ich bin im Paradies gelandet. Und Gore-Tex. Ist ja verrückt. Nicht, dass ich dich jetzt verarsche. Nein, nein, krass. Es gibt so viel Zeug hier. Ich habe lauter Sachen von Peak und Scott und das ist echt krass. Also diesmal gibt es echt gute Sachen. Schau mal, also die finde ich jetzt echt cool. Das ist diesmal echt wie im Paradies. Also so gut war es noch nie. Es sind nur schöne Sachen. Da ist nochmal die Scott-Dings ausgestellt. Fühlst du dich auch wie im Paradies? Nee, weil zu wenig Frauen in den Weiberklamotten stecken. Jetzt kommt das selbe in fünf für Männer. Da gibt es keine Frauen mehr für dich. Aber coole Anziehsachen vielleicht. Aber sehr farblos. Ja, wobei, das ist schon eine coole Jacke jetzt. Aber ja, halt ein bisschen so wie deine Jahr eigene. Das ist halt noch richtig bunt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und es ist alles wieder so weg von schönen Farben, weg von schön, weg von. Aber schon echt krass. Coole Sachen da diesmal. Viel von Scott auch. So, jetzt haben wir überhaupt neuen Familienzuwachs bekommen. In Form von einem niegelnagelneuen Tower. Heute passiert irgendwie relativ viel. Ja, was für ein Tower. Richtig viele schönes, neues, tolles Spielzeug mit der neuesten RTX-Grafikkarte von MSI. Ja, und ich habe schon so ein komisches Schild auf meinem Dings jetzt gestellt bekommen. Biking is my life steht da drauf. Mit Rechtschreibfehler. Ja, mit Rechtschreibfehler. Biking schreibt man nämlich anders. Ja, gut, du, wer viel am PC sitzt, der verlernt die Rechtschreibung. Kann passieren. Auf jeden Fall sieht das Ding gut aus. Und wenn ich nicht alles falsch verstanden habe, dann ist da noch so ein Teil dabei, damit ich den nachher pink machen kann. Jetzt ist er angesteckt worden und läuft. Das ist ja echt witzig mit den Farben. Ich habe noch nie so einen offenen Tower gesehen, muss ich zugeben. Aber ich habe jetzt auch nicht die Welt zu tun mit PCs.
Aber schon schön. Vielleicht brauche ich auch so eine Grafikkarte. Das ist ja ein Fail. Also Pink gibt es gar nicht, haben wir gerade festgestellt. Sämtliche Farben, aber kein Pink. Hä? Grün? Naja, man muss nach oben. Oder Rot hatten wir schon. Blau. So, ich bin jetzt noch schnell bei uns im Supermarkt, was einkaufen fürs Abendessen. Und wir haben schon so Hunger, aber der PC kam dazwischen und war natürlich wichtiger. Und noch ist alles leer. Ja. Aber geplant wäre Schlachtschüssel, also Sauerkraut mit Schweinehaus und Blutwurst und so. So richtig bayerisch leben. Und gut. Hier ist übrigens echt einer der größten Supermärkte, die ich so kenne. Der V-Markt im Euro-Industriepark, da gibt es Einrichtungszeugs. Und da hinten ist dann erst das Essen. Oder hier hinten dann. Und auch alles riesig, also das ist Wahnsinn. Also das füllt sich jetzt langsam alles. Sieht schon mal gut aus. Und jetzt brauche ich noch Wacholderbärchen. Und es gibt krass viele Gewürze hier. Mal schauen, ob ich da fündig werde. Es ist einfach zu viel des Guten. Da findet man schon nichts mehr vor lauter Zeug. Und jetzt wird dann genüsslich Schlachtschüssel gegessen und dabei fest an meinen Papa gedacht. Die erste selber gemachte ohne Papa. Und da hinten funktioniert der PC noch nicht, das ist auch wichtig. Und Würmchen redet auch fleißig mit, auch wenn er noch keine Schlachtschüssel kriegt. Doch, über die Milch sagt, gell? Ja, über die Milch dann. Hunger! So sieht es jetzt aus. Oh, da läuft gleich die Kamera an. Das ist schon wieder gut. Ja. Was wir gestern ja noch total vergessen haben, euch zu zeigen, ist unser Rudolf. Alexa, Rudolf an. Oh. Sehr weihnachtlich, oder? Schade, dass er keine rote Nase hat, der Rudolf. Ja, das war's von uns erstmal. Hier ist immer noch Computerproblem am Laufen. Windows! Tschüss! Was muss man drücken, wenn man Windows installieren möchte? Beide Daumen! Ich hab ja nichts zu machen.